So, wir schließen jetzt das Thema Koffer mit der Staatsanwaltschaft ab und bleiben Sie noch dran, weil gleich wird's lustig, gleich lassen wir die Staatsanwälte richtig schlecht aussehen und ich finde es schon sehr, sehr erstaunlich, dass nach der Vorgeschichte, die ich den Staatsanwälten mitgeteilt habe und mit Memmingen habe ich dreimal telefoniert, die wussten also alles, was Sie wissen und noch mehr im Detail. Und trotzdem werden wir sehen, dass Sie also sehr, sehr erstaunlich arbeiten. Man muss auch dazu sagen, was ich Ihnen jetzt sehr lang und ausführlich erklärt habe, ist bei meiner Erklärung an die beiden Staatsanwaltschaften nur eine gute halbe Seite, also maximal eine Seite, wobei aber noch Zwischendinge erklärt wurden, die gar nicht vom Ablauf her notwendig sind. Also man hätte das schon sehr, sehr schnell verstehen können. Okay, wir haben jetzt drei Schreiben. Das ist einmal das originäre Schreiben der Staatsanwaltschaft Memmingen vom Februar 2015, die es ja ablehnen. Dann mein Widerspruch einen Monat später im März. Und dann die Ablehnung von der Generalstaatsanwaltschaft München im April 15. So, nun denken Sie ja wieder, und das ist ja das Problem, Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt, Generalstaatsanwaltschaft, die machen ja saubere Arbeit und das kann ja jetzt alles nur am Psycho liegen. Ne? Der hat sich halt wieder was ausgedacht, ist wieder überempfindlich und macht ein Riesentheater. Okay, schauen wir einfach mal im Detail. Der Generalstaatsanwalt in München schreibt also den gleichen Mist wie der Staatsanwalt in Memmingen. Es steht weiterhin Aussage gegen Aussage und ohne dass unbeteiligte Zeugen bla 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 zur Verfügung stehen. Das ist doch Schmarrn. Was wollen Sie denn mehr als Zeugen haben? Als dass Sie einen haben, der mit Ihnen durch das ganze Haus geht, in jeden Eck, in jeden Schrank, in alles guckt und keinen Koffer sieht. Dann 3 Wochen im Haus ist und 3 Wochen keinen Koffer sieht. Das ist so, wie wenn man Sie in ein Elektrogeschäft lässt und sagt, Sie können mitnehmen, was Ihnen gefällt und Sie dürfen erst 3 Wochen durchsuchen. Und der soll den Koffer für 1000 Euro nicht sehen, obwohl er weiß, dass ich ihm fast geschenkt hätte. Ist doch Schwachsinn. Und dann kontrolliert er auch noch, was die Familie herausnimmt. Das ist eine Frechheit, die Aussage. Aber wir kommen gleich dazu, warum solche Ergebnisse zustande kommen. Also das ist jetzt die Aussage der zweiten Ablehnung. Okay, jetzt kommen wir zu Punkt 2. Das sind also die ersten drei Sätze, die die Staatsanwaltschaft Memmingen schreibt. Die ersten drei Zeilen, die ersten drei Zeilen. Und da schreibt sie, der Beschuldigten liegt zur Last, einem Maschinenkoffer, bla bla bla, zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt Ende Mai bzw. Anfang Juni 14 entwendet zu haben. Also zwischen Ende Mai und Anfang Juni. Okay, schauen wir mein Schreiben an. Das ist also mein Schreiben an beide Staatsanwaltschaften, es ist immer der gleiche Text. Als ich erstmals nach 2,5 Jahren am 29.04.14 an mein Haus zurückgekommen bin, war das Haus komplett von allem befreit, was bei eBay noch 5 Euro bringen könnte. Dann weiter, alles weg, selbst eine 20 Jahre alte Grasschere, alles, einfach alles. So, also am 29.04. sage ich, komme ich vom Ausland an mein Haus und aus dem Haus ist alles weg. Nicht nur der Koffer, sondern sogar eine alte Grasschere, alles. Aus dem 29.04., ich habe es Ihnen ja sehr ausführlich erklärt. Hier ist es eine gute halbe Seite und dann ist alles klar. Aus dem 29.04., also Sie hätten nur eine Zeile lesen müssen in der Staatsanwaltschaft Memmingen. Aus meiner ersten Zeile machen Sie in Ihrer zweiten Zeile, aus Ende April, machen Sie Ende Mai bzw. Anfang Juni. Also wie kann das sein? Verstehen Sie? Wenn Ihr Kind irgendeine Kleinigkeit klaut, dann ist aber die Hölle los, wenn Sie jemand anzeigt. Das verspreche ich Ihnen. Und die können nicht einmal die erste Zeile lesen? Das ist ja kein Wunder, dass Sie nichts zustande bringen. Und das nennt sich dann Generalstaatsanwaltschaft und Staatsanwalt. Jetzt gucken wir drittes.
Nein, Förderpunkt sind wir schon. Zu meiner Begründung. Ne? Also nicht, dass Sie denken, das habe ich jetzt nur Ihnen vorgemacht mit dieser genauen Erklärung. Auch hier schreibe ich, auch die an beide Staatsanwaltschaften, auch die allerletzte Möglichkeit, denn die anderen vier Möglichkeiten, dass ich selber auch drin war und so weiter, habe ich ja schon vorher erklärt hier oben. Dass ich den Koffer übersehen hätte, hatte seinen festen Platz wegen Größe, ist absolut ausgeschlossen, da ich alles, was ich nicht mitnehmen konnte, entweder gekennzeichnet hatte oder dem Käufer geschenkt habe. Da der Handwerker ist, hätte er mich schon vorher 5-mal angerufen, ob er nicht den Koffer haben kann. Er hat alles Nützliche aus dem Haus für sich mitgenommen, bevor er der Familienname Zutritt gewährt hat. Also Sie wissen ganz genau das Gleiche wie Sie, nur dass ich noch zusätzlich mit Memmingen 3-mal telefoniert habe. Jetzt sagen Sie mir, wieso begreifen die das nicht? Weil sie nicht wollen. Und dazu kommen wir gleich. So, und jetzt lassen wir leider die Staatsanwälte richtig hochgehen. Wie ich Ihnen ja schon gesagt habe, jetzt was lustig und das sehen Sie schon am ersten Foto. Meine Schwester hat ja gesagt, sie hat den Koffer entwendet, weil er nicht markiert war. Also muss es zu einem Zeitpunkt gewesen sein, als die anderen Dinge markiert waren. Die wiederum konnten nur markiert gewesen sein, wenn ich schon aus dem Ausland da war. Denn ich kann sie ja nicht markieren, bevor ich in Deutschland bin. Jetzt sehen wir aber Fotos, die eindeutig auch technisch nachweisbar sind, aus dem zweiten Tag, nachdem ich angekommen bin. Ich bin also am ersten Tag angekommen und am zweiten Tag habe ich diese Fotos gemacht. So, und jetzt schauen wir es mal an. Das ist das Dach von meinem Mietwagen und da habe ich jetzt diese Bürste hochgelegt. Ne? Und als nächstes sehen wir zwei Gewürzdosen, zudem noch 5 Jahre verfallen oder sowas, ne? Paprika und Pfeffer. Dann ein Glas, das relativ einfach ist, sieht nach einem Geschenk von der Sparkasse aus oder so. Ein ganz alter Zuckerstreuer, der aber schon oben am Gewinde ein bisschen verrostet ist. Eine Tempo-Packung, eine Creme, die allerdings im Jahr 2014, wie man sieht, 99 verschrieben wurde. Ich habe ja damals alles rausgeworfen, nur an die Medikamente von Vater bin ich nicht gegangen. Dann gibt es noch so einen Griff, zu dem man aber die Maschine geklaut hat. Und dann gibt es zu dem Zeitpunkt, als ich an mein Haus komme, auch noch so eine Packung Krümelkandis, der aber schon ein einzelner fester Block ist. Und dann habe ich mir gedacht, na, die Voltaren ist aber teuer. So eine Packung hätte man eigentlich mitnehmen können, weil die ist doch bestimmt mehr als 3,50 Euro wert. Nee, sie ist nämlich fast leer. Und auch das Entchen hätte es doch schaffen können, geklaut zu werden. Aber das Entchen hat blöderweise ein Loch. Und ich finde das schon sehr, sehr lustig, dass eine Führungskraft von Daimler und Bosch zwei Staatsanwälte öffentlich so vorführt und lächerlich macht, indem er sage und schreibe 8 Jahre vorher Fotos macht, die er jetzt verwendet, und klipp und klar aufzeigt, dass in dem Haus nichts mehr drin war. Weil sagen Sie mir, warum hätte ich vor 8 Jahren diese Fotos machen sollen? Na, und das schließen wir jetzt noch ab mit hier, mit der verrosteten Zeitungsbox. Die hat man mir auch noch gelassen. Na? Und mein Vater war ja ein ängstlicher Mensch. Der hatte immer Bargeld in seiner Tasche, also immer 50 Euro rum. Die hat man natürlich auch geklaut. Und irgendwie hat man anscheinend die Taschen so voll gehabt, dass die 3,50 Euro nicht mehr hineingepasst haben. Und das ist auch, das habe ich dann oft geschrieben in meinen Schreiben, das war für mich der Hinweis, alles was mehr wert war als 3,50 Euro, vielleicht erinnern Sie sich an die Zeile in der chronologischen Abfolge, da hatte ich hingeschrieben, Fotos von allem, was kleiner ist als 3,50 Euro. Na, deswegen wusste ich, alles was mehr wert war als 3,50 Euro, hat man aus dem Haus rausgeräumt, ne? Und wir waren ja, mein Vater ist ja von der Landwirtschaft gekommen, wir haben einen großen Garten gehabt, wir haben Wald gehabt, da hat man natürlich Sägen, Rechen, Spaten, Dinge, ne, die sind alle hier gehängt, die haben alle mit. Alle, und zwar den ältesten Rechen, alles, nur die paar ausgeleierten, wo schon stumpf sind, die Sägen, die hat man noch gelassen. Und dann habe ich noch die zwei gefunden, ne, in einem Haus, wo alle möglichen Geräte da sind. Ne. Was soll ich Ihnen mehr dazu sagen, als die Staatsanwälte so vorzuführen? Wie peinlich wäre mir das als Staatsanwalt? So, der Vater ist also gestorben in der Annahme, dass wenn der Sohn heimkommt, dass er wenigstens Handwerkszeug und Hausrat und alles vorfindet, ne? Dass er sich wenigstens eine Suppe warm machen kann und vielleicht draußen mit der alten, ausgeleierten Schere den Rasen ein bisschen abzwicken kann an den Kanten.
Und der Sohn kommt heim und sie hat auch das alles geklaut, alles ausgeräumt. Ne? Und dass man ein bisschen besser versteht, auf welchem desolat-dekadenten Niveau dieses Dorf und Stadtgesindel von Günzburg lebt, schauen wir uns jetzt noch das nächste Foto an. Während man alles ausgeräumt hat aus dem Haus, sogar meine Fotos, natürlich uneingerahmt, Materialwert vielleicht 50 Cent, ne? Hat man die eigenen Fotos von den eigenen Kindern und von der eigenen Hochzeit gemacht, vom Profifotografen und in feinem Holz eingerahmt. Und sie sind deutlich größer, als sie hier an der großen Wand aussehen. Die hat man mir hängen lassen zum Wegwerfen. Es ist ja auch klar, warum, aus zwei Gründen. Erstens kennt diese Leute ja niemand, also kann man es nicht bei eBay verkaufen. Und zweitens konnte man mir keinen Schaden zufügen. Aber in dieser Günzburger Gesellschaft und in dieser gestörten Familie von meiner Schwester geht es natürlich alles noch viel, viel blöder. Ne? Und ich könnte hier noch stundenlang weitermachen, nur über den geisteskranken Schwachsinn, den diese Frau mit ihrer ganzen Familie angerichtet hat. Wir wissen jetzt mittlerweile alle, was passiert ist. Am 22.11.13 fordere ich sie auf, die Schlüssel von meinem Haus, von meinem Eigentum, von meinem Haus zurückzugeben. Dass sie das immer als ihr Haus gesehen hat, weil Rechtsstaat ist ihr egal. Sie hat ja, ist ja davon ausgegangen, dass sie den alten Vater noch rumkriegt und dass sie das Haus auch noch kriegt. Ne? Ist geisteskrank halt, ne? Geistig-seelisch krank halt. Okay, jetzt ist der Bruder gekommen und hat sich erdreistet, von ihr die Schlüssel zu verlangen. Ne? Was ja das Normalste von der Welt ist, wie ich schon gesagt habe. Die Firma hat ja die Verantwortung. Und dann hat sie sich gesagt, Pursche, pass auf, wenn du die Schlüssel willst, dann räume ich dir halt die ganze Hütte aus. Und hat logischerweise vor dem 22.11.13 mein ganzes Haus ausgeräumt, weil nachher hatte sie ja keinen Zugang mehr. Und die ganzen Sachen hat sie gar nicht mehr untergebracht bei ihr in der Garage und drüben, das hat sie hier reintun müssen. In diese Hütte, die sie mir ja schon 98 enterbt hat. Und darum erinnern Sie sich vielleicht an den kleinen Gag, den ich am Anfang gemacht habe mit den Cartoons, ne? Wo der Sohn sagt, wenn du ihm nicht vorher schon die Hütte geklaut hättest, dann wüsstest du gar nicht mehr, wo du das alles hintust, was du ihm jetzt geklaut hast. Ne? An dieser Hütte hat die Familie Schäfer über drei Generationen hinweg kein Schloss gebraucht. 80 Jahre hat diese Hütte kein Schloss gebraucht. Und jetzt kommt dieses Gesindel von meiner Schwester und das Erste, was sie machen müssen, ist da ein Schloss hinmachen, damit sie ihre ganzen geklauten Sachen noch irgendwo unterbringen. Aber es geht ja noch viel blöder. Ne? Jetzt hat sie also das ganze Haus ausgeräumt und um die Leute im Ort zu verarschen, ne, dass die also jetzt nicht so kapieren, was läuft, schreibt sie der Firma, an die sie die Schlüssel gibt, im letzten Satz, auf die Einbruchsgefahr habe ich hingewiesen, da volle Briefkästen und geschlossene Rollläden, ungeräumte Zugänge bei Schneefall und fehlende Beleuchtung Hinweise vermitteln. Das ist ein Deppele vom Dorf halt. Ne? Es hat sie gerade alles ausgeklaut. Es ist nichts mehr drin im Haus. Ne? Nichts. Und jetzt schreibt sie so einen Satz, ne? Damit die anderen denken, naja, ne? Also total gestört halt. Ne? Wenn sie Anstand gehabt hätte, dann hätte sie vermieden, dass irgendein Einbrecher wirklich kommt und in das Haus einbricht und wenn er die Tür aufmacht, an Depressionen stirbt, wenn er das Haus sieht. Wenn sie Anstand gehabt hätte, dann hätte sie so ein Schild vor das Haus gehängt. Aber es geht natürlich immer noch viel blöder. Bei dieser Frau und dieser Familie ist kein Limit. Sowas kann heutzutage nur noch in Günzburg leben, in der einzigen und letzten Stadt in Deutschland, wo auch heute noch ein Nazi-Verbrecher das bessere Ansehen hat als eine Führungskraft von Daimler und Bosch. Jetzt gucken wir das Schreiben nochmal an. Jetzt lesen wir im ersten Block oben, aus Respekt meinen Eltern gegenüber habe ich mich bla 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 bla, was sie alles gemacht hat, ne? Bis zum heutigen Zeitpunkt, ich füge noch ein, unter Tränen und Schmerz aufgeopfert, um das Haus und auch den Garten gekümmert. Ne? Denn wirklich hat der Garten, das schreibt sich selber weiter unten, eine Firma übernommen. Ne? Okay, also aus Respekt meinen Eltern gegenüber. Das haben wir bei der Günzburg Horror Picture Show schon gesehen, wie der Respekt der Eltern gegenüber war. Der hat nämlich so ausgesehen. Im einzigen Wasserhahn, den mein Vater oben hatte, wo er geschlafen hat,
hat so ausgesehen, das Wasser hat, in alle Richtungen gespritzt, weil ja alles so verkalkt war, dass das Wasser nicht mehr raus konnte. Dann hat mein Vater ein 20 cm langes Stück Gartenschlauch draufgeschoben, damit überhaupt noch ordentlich Wasser rauskommen konnte. Also wenn jetzt ein Arzt kommt, weil mein Vater halt irgendwie, was weiß ich, ein Kreuz hat und nicht aufstehen kann und der Arzt muss ihn jetzt oben besuchen und er gibt ihm kurzfristig eine Tablette und braucht ein Glas Wasser, dann muss er aus dem Wasserhahn, muss er das Wasser rauslassen. Ne? Drüben fährt man mit den größten Mercedes und BMW rum, die Leute schleimt man zu mit, ach, mein, aus so viel Respekt meinen Eltern gegenüber. Aber das ist ja ein erster Anfang, ne? Und der ganze Mist wird ja noch viel größer. Dieses Foto ist aus einer Anzeige, die ich 4 Wochen, nachdem ich nach Bayern gekommen bin, gegen meine Schwester gestellt habe. Ja, aber denken Sie, dass ein normaler Führungskraft von Daimler und Bosch in Günzburg eine Anzeige gegen einen Dorfoligarchen stellen kann? Wie stellen Sie sich das vor? Sie können ja auch nicht einfach in China und in Russland eine Anzeige gegen einen Öloligarchen oder gegen einen Politbonzen stellen. Also warum denken Sie, dass es in Günzburg anders ist als in China und in Russland? Ja, wir haben ja nun schon gesehen, wie die High Society von Günzburg lebt, ne? Aber dieser verdreckte Wasserhahn ist natürlich nur der Anfang, ne? Das ganze Haus war in einem Zustand, wie ich es noch nie gesehen habe. Aber draußen rennt man dann herum, ne? Oh, vor lauter Respekt vor meinen Eltern. Das ist eine total verlogene Gesellschaft da unten in Günzburg, ne? Das bringt dich um die Existenz und um das Leben, wenn du da hineintappst in diese Falle da unten. So, aber wie gesagt, also der Irrsinn nimmt kein Ende. Jetzt nur noch mal hier noch mal ein kleines Beispiel. Wir fangen natürlich wieder mit einem Cartoon an. Also man hat ja schon vor Monaten alles aus dem Haus herausgeräumt. Ne? Als ich gekommen bin, war ja schon nichts mehr da. Dann wurde das Haus verkauft. Ne? Und das habe ich ja gesagt vorher. Der Käufer ist ja dann noch mal mit ihnen durchgegangen. Weil sie sind ja dann noch mal gekommen. Ne? Bevor sie dann ausgeräumt haben, haben sie ja noch mal alles durchgeschaut, ob nicht noch vielleicht irgendwie ein... Ob so ein abgebrochener Schraubenschlüssel, der 30 Jahre alt ist, ob man ihn vielleicht doch nicht noch rüber rettet. Ne? Und ich finde, das hat also schon was, wenn der Vater mit 30 Jahren ein paar Kühe hütet und dann seinen Sohn an 2 Universitäten studieren lässt, ihm eine Ausbildung bei Daimler finanziert und der erkrankt und dann bringt die Tochter einen Hauptschüler daher, der hätte bei mir so Sonderschüler sein können, ich hätte auch einen Sonderschüler respektiert, das hat mit dem nichts zu tun. Und es zeigt sich halt oft, dass diese Bildungsklasse, wenn sie dann zu Geld kommt, dass der halt moralische Basis fehlt. Jetzt muss man sich einfach vorstellen, jetzt kommt so ein Hauptschüler mit Hemd und Hose, ne, zu uns gekommen, kommt jetzt, kriegt da drüben ein Haus hingestellt, da Monteur ist, Automonteur, kriegt er eine Doppelgarage hingestellt, beide Garagen unterkellert, damit er da drüben arbeiten kann. Man verkauft ihm für 120.000 D-Mark einen Acker, man gibt ihm das größte Grundstück, nachher enterbt man mir das Haus unten mit dem Grundstück. Jetzt hat man mir, wie Sie ja wissen, wieder alle Äcker enterbt, alles Bargeld, ne? Jetzt hat man mir die Sachen vom Vater noch herausgeklaut, man hat mir meine eigenen Sachen wie den Koffer herausgeklaut. Und jetzt kommt man noch einmal und diskutiert mit dem Käufer des Hauses um ein kleines Spielauto. Die Leute sind doch nicht nur gestört, oder? Die sind doch krank.